Wir feiern den Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Wir Christen haben eine lebendige, begründete und keine vage Hoffnung. Jesus lebt. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Diese Hoffnung können wir getrost in die Zukunft gehen. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie hier in der Kirche. Ich grüße Sie zu Hause vor den Bildschirmen. Ich lade nun ein, dass wir gemeinsam mit dem Singteam singen, erstes Lied, wir halten hoch das Kreuz. Stehen auf und
Wir beten Psalm 116 im Wechsel. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich den Herrn vergelten, als seine Wunder, die er mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Hier will ich dein Opfer und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor allem seinem Volk. In den Vorhöfen am Haus des Herrn, in der Jerusalem. Halleluja. Unser Gott, dich preisen wir, dir danken wir. Das Wunder von Ostern hat uns eine neue Welt aufgetan. Mit diesem Wunder hast du das Gesicht dieser Welt verändert. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Du hast damit die Tür zur ewigen Welt geöffnet. Staunen für deine Macht stehen wir vor dir und beten dich an. Danke, dass ihr im Lichte von Ostern heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen und du uns dienen willst. Was Jesus für uns braucht, weißt du am besten. Und so kommen wir voll Vertrauen zu dir, mit unserer Freude und unserem Dank, mit unseren Bitten und mit dem, was uns traurig macht und uns belastet. Wollen wir jetzt das, all das in der Stille sagen? Danke, dass du als Auferstandene uns heute zurufst. Friede sei mit euch. Amen. Wenn Sie doch das nehmen, die Kinder dürfen Sie hier in die Hand haben, die Sorge und Freude am Geschichte hören, am Singen und am Beten. Gott segne euch. Thank you.
Wir hören die Osterbotschaft des Apostels Petrus, 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Der erste Vers ist auch der Wochenspruch für die neue Woche. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht mehr seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Amen. Mit Freudensaat zu dieser Fahrt. Lass uns gemeinsam dieses Lied singen, Nummer 108, die drei Strophen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören Gottes Wort aus Johannes 20,
die Verse 19 bis 29. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, das ist also Ostersonntag, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behalten, haltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her, und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Liebe Gemeinde, es macht schon einen Unterschied, ob man etwas mit eigenen Augen gesehen hat oder nur aus der Erzählung kennt. Ob man einmal in ein bestimmtes Land gereist ist oder ob man nur Bilder und Berichte von diesem Land gesehen und gelesen hat. Oder ob man einem berühmten Menschen einmal persönlich begegnet ist und nur gehört hat oder ihn nur auf Bildern gesehen hat. Ich denke an meinen Enkel, er ist fußballbegeistert. Er war in Berlin und er meinte, einen Nationalspieler erkannt zu haben. Er geht auf ihn zu, spricht ihn an, sagt: Ja, der bin ich. Du hast mich richtig erkannt. Sie machen ein Selfie und er ist überglücklich. Mit eigenen Augen sehen, ganz aus der Nähe. Wir bemühen uns auch, Dinge sichtbar zu machen, die man früher nicht sehen konnte. Mit Riesenteleskopen und Sonden dringen wir ins Weltall vor, um zu sehen, was da draußen passiert. Oder wir dringen auch in den Körper vor, hinein in das Kleinste, um sehen, wie die Dinge hier ablaufen. Wir wissen auch in der Pädagogik, dass es besser ist, wenn man nicht nur hört, sondern auch etwas sieht, etwas anschauen kann. Auf diesem Hintergrund breche ich nun eine Lanze für den Thomas. Die Situation ist die: Die Jünger sind versammelt am Abend der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Sie versammeln sich hinter verschlossenen Türen. Ich habe mich gefragt, warum haben sie sich eingeschlossen? Sie haben doch gehört von den Frauen, Jesus ist auferstanden. Es heißt hier: aus Furcht vor den Juden. Der Karfreitag steckt ihnen noch ganz tief in den Knochen. Sie sind umgetrieben von der Frage: Wird es uns auch noch so gehen wie Jesus? Sie sind versammelt hinter verschlossenen Türen und da tritt Jesus ein. Er bricht nicht die Türen auf, mit seinem Auferstehungsleib sind Mauern und verschlossene Türen für ihn kein Problem. Er kann auch heute in verschlossene, harte Herzen einziehen und dort ankommen. Seine ersten Worte an Jünger lauten natürlich: Sie erschrecken. Auf einmal ist er da, ist auch alles abgeschlossen. Seine ersten Worte: Friede sei mit euch. Der Jünger Thomas ist bei dieser Erstbegegnung
nicht dabei. Er hatte sich zurückgezogen, er wollte für sich alleine sein. Aber nun ist er wieder bei ihnen. Und die anderen erzählen, wir haben den Herrn gesehen, er ist unter uns erschienen. Er ist auferstanden von den Toten, er lebt. Die Antwort des Thomas ist überrascht und zugleich auch etwas verständlich. Ich will ihn mit eigenen Augen sehen. Er sagt wörtlich, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Thomas will es genau wissen. Er fragt, ist der, den ihr gesehen habt, wirklich der, der gekreuzigt wurde? Ist er wirklich dieser Jesus, mit dem wir gelebt haben und der dann hingerichtet worden ist? Er will ganz sicher sein, dass es keine Verwechslung ist, kein Hirngespinst, keine Fata Morgana. Und er ist nicht einfach, wie er oft heißt, der ungläubige Thomas, so wird er oft dargestellt. Er ist einfach der Jünger, der es genau wissen will, der nachfragt. So begegnet uns Thomas schon zuvor im Johannesevangelium. Als Jesus nach Judäa ziehen will, um den toten Lazarus aufzuerwecken, die Nähe von Jerusalem, da warnen die Jünger und sagen, geh nicht hin, die werden dich dort gefangen nehmen. Aber Thomas sagt, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Thomas ist nicht kleingläubig, er ist nicht unerschrocken, er sieht vielmehr der Realität unerschrocken ins Auge. Oder kurze Zeit später, am Abend vor seiner Kreuzigung, als Jesus mit ihnen das Abendmahl feiert, nächstes Passafest und dann das Abendmahl, Jesus hält da eine Abschiedsrede und er sagt den Jüngern, ich werde euch verlassen und wo ich hingehe, das wisst ihr. Alle Jünger schweigen, aber einer fragt ehrlich nach, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und darauf sagt Jesus ihnen das bekannte Wort, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich frage mich, wenn Thomas nicht die Frage gestellt hätte, hätte Jesus wohl nicht so geantwortet, so komprimiert, so zusammengefasst. Thomas ist also nicht der Kleingläubige, er will es genau wissen. Thomas stellt Fragen. Und es ist gut, dass es diesen Jünger gibt und Johannes stellt ihn nicht umsonst ans Ende der Ostererzählungen. Glaube heißt nämlich nicht, Sinne und Verstand abzuschalten und einfach alles abzulegen. Das ist nicht Glaube. Das Zweite, nicht einfach alles glauben. Auch wir sollen nicht einfach alles glauben, was uns erzählt wird und was die Leute behaupten. Wir sollen nicht einfach alles glauben, was über Gott und den christlichen Glauben erzählt wird. Wir sollen genau hinhören, prüfen, nachfragen und das können wir an Thomas lernen. Nehmen wir einmal an, es wäre anders verlaufen. Die Jünger, die Jesus gesehen haben, erzählen Thomas, wir haben den Herrn gesehen und darauf hätte Thomas gesagt, alles klar, kein Problem. Könnte man heute sagen, ist der aber leichtgläubig? Dem kann man ja alles erzählen. Kein Wunder, dass sich damals die Geschichten von der Auferweckung Jesu verbreiten konnten. Aber so war es gerade nicht. Die Jünger waren keine besonders leichtgläubigen Menschen, die allen Botschaften sofort getraut hätten. Aber sie waren auch nicht fest im Glauben. Denn Jesus hatte deutlich angekündigt, dass er gekreuzigt wird und dass er am dritten Tage auferstehen wird von den Toten. Und trotzdem haben die Jünger nach Karfreitag damit in keinster Weise gerechnet. Nach Karfreitag waren sie eine geschlagene, eine niedergeschlagene Gruppe. Und wie sollten sie das glauben?
dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Jesus war doch gefangen genommen worden, ans Kreuz geschlagen. Sollte das der Gekreuzigte, der Leidende, sollte das der Sohn Gottes sein? Und jetzt sagen plötzlich die anderen, sie haben Jesus gesehen. Wie sollte er das glauben, der Thomas? Das war völlig verwirrend für ihn und darum fragt er nach. Und darum bin ich Thomas sehr dankbar, dass er hier so genau nachfragt. Denn das sind ja auch die Fragen, die Menschen auch heute beschäftigen. Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Oder sind das nur Wunschträume der Jünger? Ja, manche sagen, die Jünger haben sich hinterher gesagt, die Sache geht irgendwie weiter, also sagen wir, er ist von den Toten auferstanden. Ist es also Autosuggestion, das heißt, dass die Jünger sich das eingebildet haben, bis sie es selber geglaubt haben? Thomas bekam dann Antwort auf seine Fragen. Wir haben es gehört. Jesus zeigte sich noch einmal 8 Tage nach dieser Erstbegegnung. Jetzt ist Thomas dabei. Und da die spannende Frage, was tut jetzt Jesus? Lässt er ihn einfach links liegen? Meint er, so einen kann ich nicht gebrauchen, der nicht dem traut, was seine anderen Jünger gesagt haben? Nein, er geht auf Thomas zu. Und er spricht ihn an. Sein Ziel ist, ihn zum Glauben zu helfen und ihn zu überzeugen. Und er sagt zu ihm, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Großartig, wie Jesus hier auf ihn zugeht, ihn mitnimmt und ihn zum Glauben führt. Und was macht Thomas? Er fällt auf die Knie und bekennt, mein Herr und mein Gott. Das ist das kürzeste Glaubensbekenntnis, das es gibt. Jesus, mein Herr. Schön, wenn Sie alle das auch von Herzen und dankbar so bekennen können. Ich habe mich gefragt, hat er Jesus angefasst? Hat er die Nägelmale berührt? Hat er die Wunden an den Händen der Seite betastet? Es steht nicht hier und ich vermute, er hat es nicht mehr tun müssen. Denn wer Jesus vor Augen hat, wer Jesus mit sich reden hört, der braucht keine weiteren Beweise mehr. Und jetzt geht es Thomas wie den anderen Jünger, auch sie haben Jesus nicht berührt. Auch sie haben ihn nicht eingehend untersucht, aber sie wussten es einfach, er ist da und er lebt. Und das wusste nun auch der Thomas. Jetzt ist er überzeugt, ja, er lebt, er ist auferstanden. Liebe Gemeinde, wenn Sie heute jemandem begegnen, der bezweifelt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann erinnern Sie sich an den Thomas. Erinnern Sie sich daran, wie er genau nachgefragt hat und erinnern Sie sich, wie Jesus mit ihm umgegangen ist. Ich finde es gut, wenn Leute heute Fragen stellen, auch kritische Fragen. Das heißt, sie sind mit der Sache, mit dem Glauben noch nicht fertig. Wer keine Fragen mehr stellt, der ist fertig mit dem Glauben, der ist fertig mit Gott. Mir waren im Gespräch immer die lieber, die kritisch nachgefragt haben, als die gesagt haben, mir ist alles egal. Mit solchen Leuten kann man nicht ins Gespräch kommen. Aber wenn Leute Fragen haben, kann man darauf eingehen und wir wissen, sie beschäftigt dieses Thema und sie möchten mehr wissen. Also wenn Sie jemanden haben, der sagt, Jesus ist doch nicht von den Toten auferstanden, gehen Sie ruhig darauf ein, bekennen Sie persönlich und sagen Sie, ich habe Jesus mit den Augen meines Herzens erlebt. Ich bin ihm begegnet. Er hat mir schon oft geholfen. Ich freue mich an ihm. Einfach ein persönliches Zeugnis ablegen bei solchen Fragestellern.
Die Begegnung des Thomas mit Jesus hat auch für uns noch eine weitere Bedeutung. Jesus spricht selbst darüber, er spricht über die Zeit nach der Himmelfahrt, wenn er nicht mehr sichtbar auf Erden sein wird. Und er ermutigt hier, und auch denke Johannes ermutigt uns, denen zu glauben, die gesehen haben. Johannes sagt auch, nicht alle Menschen sind Jesus begegnet, weder damals, auch heute können wir ihn mit den leiblichen Augen nicht mehr sehen. Und Jesus ist damals nur denen erschienen nach der Auferstehung, die ihn schon vorher gekannt haben und die bestätigen konnten, ja, er ist es. Er ist der, der gekreuzigt worden ist. Mit eigenen Augen sehen. Und nun sagt Jesus, im Blick auf die, die nach seiner Himmelfahrt zum Glauben finden werden, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Glücklich, wirklich glücklich sind, die auch später noch ohne zu sehen glauben. Und Jesus ermutigt hier auch, glaubt denen, die mich gesehen haben. Glaubt denen, denen ich als Auferstandene begegnet bin, ihr Zeugnis ist wahr. Und sie, die Jünger, sie waren ja Augenzeugen, sie waren Ohrenzeugen. Und ich freue mich, dass die Geschichte vom Thomas überliefert ist, weil hier klar wird, das ist keine Einbildung der Jünger. Sie haben das wirklich erlebt. Ja, Thomas hat kritisch nachgefragt. Und direkt nach der Erscheinung vor Thomas schreibt Johannes anschließend, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Wir sehen heute Jesus nicht mit unseren leiblichen Augen, aber mit den Augen des Herzens. Wenn Sie Jesus noch nicht mit den Augen Ihres Herzens gesehen haben, bitten Sie ihn darum, dass er Ihnen ja die Augen des Herzens für seine Lebendigkeit eröffnet. Bekennen wir dann auch mit Thomas, mein Herr und mein Gott, Jesus mein Herr. Und wer das bekennt, der hat Leben aus Jesus, hier und heute, und ewiges Leben in Jesus. Amen. Ich lade ein, dass wir gemeinsam das Osterlied singen, 115, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wir singen alle 6 Strophen. Thank you.
Ostern hat Glaubensdimension und Ostern hat Auftragsdimension. Mit dieser Nachricht losgehen, danke Hermann, du hast uns ermutigt und Juliana, du machst das schon in der Vergangenheit und jetzt wieder neu. Deshalb wollen wir dich heute stärken, segnen und für dich beten. Grüßen aber, Stichwort losgehen, auch die Zeisers und die Rauschers und die Geiers, die nach 2 Wochen intensiv Südafrika wohlbehalten wieder da seid. Auch euch haben wir gesegnet. Schön, dass wir euch wieder unter uns haben. Und wenn ihr wissen wollt, was die gemacht haben, Jesus weitergetragen, sprecht sie nachher einfach an. Aber jetzt zu dir. Du hast etwas vor. Nach deinem Dienst in Burundi, nach deiner theologischen Ausbildung, jetzt, wo geht's hin? Ja, theologische Ausbildung ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Ich komme gerade aus 6 Monaten Bibelschule am Schloss Klaus, bin gerade seit 2 Wochen jetzt wieder hier und werde bald losgehen zu einem Einsatz, der auch vom Schloss organisiert ist, ein praktisches Missionssemester nennen sie es. Für ein Team von 6 Leuten inklusive mir geht es nach Kenia. Wir werden dort im Norden Kenias in einem Flüchtlingslager, das heißt Kakuma, werden wir Gemeinden unterstützen, eine Jugendleiterschulung machen, Radioarbeit, Frauen-, Männerarbeit. Was genau im Detail, wissen wir tatsächlich auch noch nicht. Das läuft afrikanisch und werden wir irgendwann im Laufe noch erfahren. Aber auf jeden Fall ist es ein evangelistischer Einsatz, der 9 Wochen gehen wird. Genau, warum mache ich das? Warum geht es für mich jetzt wieder nach Afrika zurück? Das hat ein paar verschiedene Gründe. Und zwar möchte ich den Einsatz nutzen, um zu prüfen, wo es für mich weitergeht, was auch meine Berufung ist, was nächste Schritte sein können. Und da finde ich es super cool, in ein Nachbarland von Uganda gehen zu können, dort Menschen, Kultur, Sprache kennenzulernen, auch ein ganz anderes Klima, als wir es in Uganda hatten. Und dabei auch eine andere Ausrichtung, mit dem, dass es ein evangelistischer Einsatz ist. Genau, deshalb geht es für mich los. Und ich bin super dankbar, dass ich ausgesandt werden kann von hier und dankbar, dass ihr mit dabei seid. Betet voll gern mit, betet mit für den Einsatz, für die Flüge, für alles, was wir dort vor Ort machen, für Gesundheit. Aber betet gern auch mit für Führung und Weisheit für mich, für klare Entscheidungen, was als nächstes kommt, was in welche Richtung ich weiter denken darf, wo Gott mich hinführt. Da bin ich euch richtig dankbar, wenn ihr mit dabei seid. Natürlich könnt ihr den Einsatz auch finanziell unterstützen, wenn ihr das möchtet. Über das DMET geht es weiterhin, über das Spendenkonto, das schon bekannt ist. Und Infos während dem Einsatz gibt es über die Schloss Klaus Homepage. Da wird es einen Blog geben, wo wir regelmäßig schreiben, aber auch meinen Rundbrief werde ich weiter wie gewohnt schicken. Immer kommt noch keiner rüber. Jetzt bleibt es uns, dass wir dich segnend ermutigen und für dich beten. Wir haben es ja so, dass wir für unsere Reiseleute, missionarischen Leute weltweit immer auch einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin haben. Bei Juliana ist es in erster Linie die Irmgard Werner, aber natürlich auch alle nehmen es ins Beten mit. Und wenn wir nachher noch Fragen haben, draußen gibt es beim Kirchcafé einen separaten Stehtisch. Dort gibt es einen gedruckten Rundbrief mit ganz warmen Infos. Und du hast auch einige Infos in den Ausgängen aufgelegt, sodass man noch mehr erfahren kann. Du wirst noch 2 Wochen etwa hier sein, dann eine Woche doch mal ein spezielles fortbilden und dann geht es in 3 Wochen los für 5 Monate. 9 Wochen, Entschuldigung. Aber wir geben dir den Segen mit. Jesus Christus geht mit. Juliana, geh mit der Gewissheit, dass er alle Tage als der Auferstandene und Lebendige bei dir ist. Und geh mit der Einsicht, dass Jesus seine Gnade in dir mächtig ist und er dich zum seinem Dienst berufen hat. Geh auch mit der Absicht, ihm zu dienen, beim Bau seiner Gemeinde mit deinen Gaben. Geh mit der Aussicht, dass du eines Tages bei ihm sein wirst in seiner ewigen Herrlichkeit. Und geh mit der Zuversicht, dass Gottes Segen und Gegenwart dich begleiten. Gott segne dich. Kriegst du den Segen auch schriftlich? Und Irmgard betet und wir stehen dazu auf. Herr
Herr Jesus, hab jetzt Dank für Juliana. Ich danke dir einfach auch für diese Möglichkeit, dass sie die Bibelschule in Schloss Klaus hat absolvieren können und dass sie jetzt nach Kenia reisen darf. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, dein Wort weiterzugeben. Du hast es uns aufgetragen. Ja, Herr, wir möchten dich einfach jetzt bitten, ja, schenk einfach Bewahrung für Juliana, für das gesamte Team. Ja, dass sie einfach wieder gesund zurückkehren können. Herr, schenk ihnen einfach Möglichkeiten, dein Wort weiterzusagen. Herr, bereite Menschenherzen vor. Du kennst alle Begegnungen, du weißt um sie. Herr, ich bitte dich auch für ein gutes Miteinander in dem Team. Segne sie, Herr. Herr, und du weißt auch, wie es bei Juliana weitergehen soll anschließend. Mach es ihr klar, öffne Türen, segne sie einfach. Herr Jesus, wir dürfen wissen, du bist bei diesem Einsatz dabei. Du hast es zugesagt und deshalb können wir sie einfach getrost jetzt in deine Hände legen und sie gehen lassen. Segne sie. Amen. Amen. Wir bleiben stehen und beten weiter. Jesus Christus, du gekreuzigter und auferstandener Herr, du weißt, es fällt uns manchmal schwer, dieser Vertrauen und mit deiner Gegenwart zu rechnen. Hilf uns, unsere Hoffnung auf dich zu setzen in allen Situationen. Du weißt das, Herr, dass es uns manchmal schwer fällt, darum bitten wir dich. Lass uns dennoch glauben, lass uns dennoch vertrauen, lass uns dennoch erfahren, wie du nahe bist und für uns sorgst und uns begleitest. Wir denken heute besonders an die Menschen, denen das Glauben schwerfällt, die deine Liebe nie erfahren haben, die vielleicht auch durch unsere Schuld ein falsches Bild von dir bekommen haben, die durch Schicksalsschläge von dir weggetrieben wurden. Du gehst durch verschlossene Türen, du erneuerst Herzen auf Stein, schenke du ihnen deinen Geist. Auch die Kraftlosen und Kranken bringen wir dir, die Müden und Verzweifelten, alle, die sich nach einem neuen, einem anderen Leben sehnen. Hilf uns, mit ihnen das Leben zu teilen, das du uns geschenkt hast. Und lass sie erfahren, wie sie geliebt und wertvoll sind in deinen Augen. Mit deinen Worten und mit der weltweiten Christenheit beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte seht, auf Platz zu nehmen. Die Strophe 4, die wir gleich singen werden, habe ich auch im Blick auf dich, Juliana, ausgewählt, aber sie gilt für uns alle. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt. Wir singen von Lied 116 die Strophen 4 und 5. Thank you.
Weil der Jünger Thomas einer war, der es genau wissen wollte, der nicht alles geglaubt hat, der kritisch nachgefragt hat, deshalb haben wir einen zuverlässigen Bericht über Jesus, auch über seinen Tod und seine Auferstehung. Und deshalb können wir aus tiefer Überzeugung dem Thomas nachsprechen, mein Herr und mein Gott. Vielen Dank, Amen, dass du heute zu uns gekommen bist. Vielen Dank für deinen Dienst hier im Gottesdienst. Ich danke auch ganz herzlich allen anderen, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Heute um 13.30 Uhr ist Predigt zur Gemeinschaft. Morgen Abend 19 Uhr ist Probe des Beerdigungskurs in der Schmiede drüben. Am Mittwoch ist wieder Konfirmandenunterricht und am Mittwochabend 19.30 Uhr findet ein Israelabend im Gemeindehaus mit Holger Totzek zum Thema Können wir noch an der Seite Israel stehen statt? Herzliche Einladung dazu. Donnerstag 14.30 Uhr Seniorennachmittag mit Josef Fleischmann zum Thema Leben mit Handicap und dennoch fröhlich. Josef Fleischmann ist Unternehmer. Seine Arme und Beine sind nur einige Zentimeter lang und seit seinem vierten Lebensjahr sitzt er im Rollstuhl. Er berichtet anschaulich aus seinem Leben. Also Donnerstag 14.30 Uhr, dazu sind Gäste auch herzlich willkommen. Nächsten Sonntag wieder herzliche Einladung zum Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Pfarrer Hägele und dann eine Vorschau auf den Sonntag in einer Woche, 14. April, da ist Männerfest um 18.30 Uhr im Hasenheim. Das Thema KI, das christliche Menschenbild mit Dr. Alexander Fink. Am 1. Mai veranstaltet unser Jugend wieder ein Indiaka-Turnier. Beginn ist um 10.30 Uhr im Eile. Interessierte, die noch nicht die Gelegenheit hatten, das Entzweiger Indiaka-Turnier persönlich zu erleben, können auf YouTube einen guten Einblick bekommen. Anmelden könnt ihr euch anschließend über das Online-Formular auf der Homepage unserer Kirchengemeinde. Nehmt euch schon an, dass unsere Kirchengemeinde ist ja das EC. Jugendbund. Also Homepage Jugendbund. Ja, herzlichen Dank für das Opfer vom letzten Sonntag für die Stiftung Ja zum Leben. Es betrug 615 Euro. Und vielen Dank auch für das Opfer vom Ostermontag für das Kinderwerk Lima. Es betrug 378 Euro. Das heutige Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Jetzt bitten wir um den Segen. Empfangt den Segen Gottes. Der Herr behüte euch vor allem Übel. Er behüte eure Seele. Der Herr behüte euren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.